25 Gramm. Nicht mehr und nicht weniger. Wie ein Meter Feldweg. Was, 25 Gramm dumm? Mhm. Ah, okay. Das ist ja eine sehr genaue Angabe. There's a rocket booster engine in this lava area. Watch out for the lava and proceed with care. If you touch the lava, you will be instantly vaporized. Gut, danke für die Erklärung, was Lava ist. Ach ja, ihr Lava-Fetisch. Solange wie es unter der Erde ist, heißt es... Ach ja, stimmt, mal. Ich erinnere mich. Sie hat ja einen Lava-Fetisch. Sie sagt das ja etliche Male. Alia und ihr Lava-Fetisch. Mhm. Zero hatte aber tatsächlich nie Berührung mit Lava, kann das sein? Es gab keinen... Ah, ja doch, stimmt. Aber da hat sie ihn nicht gewarnt. Ah ja, Zero. Nee, ich hab dir eigentlich nichts zu sagen. Jetzt dann... Ah ja, das, was du im Magma Dragoons Level gesehen hast, was du hier wieder siehst, das ist Lava. Ach echt, danke. Pass auf, das Zeug ist heiß. Ach nee. Was du nicht sagst! Vorsicht, die Lava kommt! Oh Gott, die Lava kommt! Oh, da unten ist es kühler! Vorsicht, die Lava kommt! Achtung, die Lava, die von hinten vorgeschossen kommt! Was ist passiert? Ich weiß nicht, ich wollte gerade vor der Lava warnen, aber ist das Signal abgerissen! Wait, there's a lot of lava below us. But have no choice but to proceed this way. The lava comes at fixed intervals. Be mindful of the timing and proceed. Wenn es ein Fetisch ist, müsste das... Ja, ich mach jetzt schon. Watch below you, it's too hot. Wait until the lava has gone, then go down. Elia läuft dann einfach immer etwas Motoröl aus, wenn sie das Wort Lava sagt. Oh. Ja, da bekommt der Ausspruch, da beöle ich mich aber. Ganz neue Bedeutung. Ja. Was war das denn? Ein Leben? Ach so. Du weißt schon, die den komischen Zähler da bei deinen Lebenspunkten erhöhen. Go before the next Lava comes. Quick. Can you see the rock over there? The temperature is lower than the other side of the rock. If you take advantage of the rock, you may be able to avoid the lava. Wait behind the rock when the lava comes, then proceed with care. Habt ihr auch dieses komische gehört? Wie auch immer ein Reploid das bewerkstelligen soll. Motorenöl. Also das war's fast klug. Fast warst du klug. Wenn es realistisch gewesen wäre, hättest du direkt nach dem Gespräch eigentlich von der Lava erwischt werden müssen. Ja. Nee, wir wissen ja, wenn man redet, Alia hat einfach einen Timestopper für die komplette Welt. Halt, Moment, Lava, kurz mal, ne? Pause. Also, Vorsicht, die Lava kommt. Bring dich in Sicherheit, Stuff. Neben dem Stein ist es kühler. So, weiter. Warum antwortest du nicht mit Zero? Zero? Das hatte ich eben auch meinte, ich wollte ihn gerade vor der Lava warnen zum dritten Mal, aber dann ist die Verbindung abgerissen. Ich hörte ihn nur noch schreien. Keine Ahnung, was da passiert ist.
Ich hörte Zero nur noch in den endlosen Flammen der Verzweiflung sterben. Ha. Was sind denn die endlosen Flammen der Verzweiflung? Er wurde gezwungen, Mega Man X5 ohne Treffer durchzuspielen. Darf er wenigstens Waffen benutzen? Nee, Buster only. Destroy the door in front of you. Then you will be able to proceed to another area. Schade, dass du nicht gesagt hast, dass ich mich vor der Lava schützen soll. Musste sie wohl hart zurückhalten gerade. Wow! Lu, schmeckt mich doch nicht so. Sie hat es schon auf der Zunge. Lava! Well, this area is kind of like the sea of lava. The Pro-Pride Armor could probably endure the heat of the lava. Wobei Alia? Or past the rights. You can go this way, or you can take the other way below. If you go down, you will have to go through the lava area. If you go this way, you will be free from lava, but you can't proceed with the right ammo, because a huge rock blocks the way. Which way will you choose? The decision is yours. Kommt ganz drauf an, um welchen redest du weniger über Lava. Aber ganz ehrlich, was solche Betonungen an. Okay, das Alien nicht der schlimmste Charakter, da kann ich mir noch jemand ganz anderes vorstellen. Meinst du da jemanden aus X8? Ja. Meinst du jemanden, der vielleicht mit Zero in Verbindung steht? Aber ganz ehrlich, das war mir schon beim ersten Mal so aufgefallen. Die hat doch einen Lava-Fetisch, ohne Witz. Wie kann man denn bitte so oft das Wort Lava benutzen? Ganz einfach, indem du Lava mit Lava oben drauf sagst. Okay, ich glaube, ich habe versehentlich das Spiel kaputt gemacht. Bist du eigentlich mal oben lang gegangen? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, du warst jetzt noch oben. Ja, geh jetzt nochmal oben. Nein, er war nicht oben lang gegangen, er war da unten. Wie komme ich denn da überhaupt hin? Ganz einfach, mit einer Menge Fantasie. Okay, dann überlege ich mir mal, dass ich das hier mache. Siehst du dieser Stein, wie er dich blockiert? Ja, hallo. Hallo, ich bin der Karl Günther. Ich bin hier als Hilfsmanager für die Firma Mavericks, müssen Zero töten. Ich möchte mich im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich mache. Lava-Kugel! It seems you can break the rock in front of you. Destroy it, so you can move on. Und wenn Sie hier links sehen, sehen Sie, unser Geothermie-Kraftwerk, das besonders viel Energie erzeugt, wenn Sie... Ich glaube, Alia jetzt nur so im Hintergrund. Ich habe meinen Ehemann gefunden, der kotzt Lava. Und sie dekoriert ihre Zimmer gerne mit Lava-Lampen. Ich habe mich schon mal gefragt, was sind Lavalampen eigentlich? Was ist ihre, ihre Lieblingsbeschäftigung ist Lava. Und sie macht gerne Urlaub in... wo? Bad Lavastadt. Ihr Lieblingsgeruch ist Lavendel. Ha, erwischt. Nein, ihr Lieblingsgeruch ist Ex-Motoröl. Nee, Zero. Wenn dann Zero. Weil bei Ex wird sie komplett deprimiert. Nein, Ex. Nein, Zero. Nein, nicht Zero. Hallo? Hast du nicht mitgekriegt, wie deprimiert sie im ersten Run war? Ja, weil sie nicht möchte, dass Ex sich auf die Gefahr begibt. Nein, weil Ex einfach macht, was er will. Wir haben ein Space Shuttle und wir haben eine Kanone. Wir müssen die erstmal reparieren. Ich feuer die mal ab. Du weißt schon, dass wir die reparieren müssen? Ich feuer die jetzt mal ab.
X, wenn du die abfeuerst, dann wird das schief gehen. Ich feuer die jetzt ab. Siehste, hat doch geklappt. Ja. Das war eine 5% Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Siehste, aber es hat doch geklappt. Und dann so, ja, okay. Es hat geklappt. Ja, es hat geklappt. X war... Wir sind doch jetzt fertig. Warum gehst du jetzt trotzdem noch in die Stages rein? X, hallo. X, was machst du da? Der macht mich wahnsinnig. Ich will hier, ich will da trotzdem noch mal rein. Ich will das Selbstfliegen machen. Ich will ja mal sehen, wie die aussehen. Ich hätte noch eine Referenz, die sich da gut eignen würde. Was denn? Und wenn wir sie aufgerüstet haben, dann können wir sie abfeuern. Abfeuern? Ja, nein. Abfeuern. Nein, Ex, nicht abfeuern. Abfeuern, okay, abfeuern. Ja. Oh, ja. Hat geklappt. Ja, ich weiß, was du meinst. Vollgas? Nein, nicht Vollgas. Vollgas? Nein, bloß nicht Vollgas. Okay, ja, Vollgas. Ja, wichtig ist, dass sie einmal noch kurz Ja sagt und dann merkt, oh, nein. Ja. Und dann so, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt auf diesen großen roten Knopf drücke, wo Fire draufsteht? Ich bewege dann so langsam den Finger drauf zu, während alle Leute im Innenraum immer mehr durchdrehen. Er versteht so gar nicht, was das Problem ist, bewegt einfach nur seinen Finger immer weiter. Und in dem Moment, in dem er dann drückt, haben plötzlich alle einen kompletten Sinneswandel und der Signas steht dann da, blast off! Ja, nach all unseren Bemühungen. Die 2 Minuten, die wir gewartet haben. Wir konnten nicht mehr tun. Wir haben alles getan, um das Space Shuttle aufzurüsten. Uns bleibt nun keine andere Möglichkeit mehr, als sie einfach abzufeuern. Das ist unsere einzige Hoffnung. Wir haben da noch diese Space Shuttle. Unsere einzige Hoffnung, wie gesagt. Ja, unsere einzige Hoffnung. Was anderes haben wir nicht mehr. Ach ja, Zero, wir haben hier übrigens noch keine Upgrades und die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, liegt bei 5%, dass du überlebst, liegt bei 5%. Setz dich mal rein. Du steuerst das schon. Wie hohes Vertrauen habt ihr in mich? Ich bin ja voll überschwemmt, wie du schaffst. Ja, Ex, dich hat keiner gefragt. Ex, denkst du wirklich, dass wir das schon versuchen sollten? Wir könnten noch... Nein, Zero, das funktioniert. Schon setz dich einfach in das Shuttle und flieg los. Aber Ex, wir haben doch... Wir wissen doch eigentlich, wo es noch Bauteile gibt, die uns helfen. Nein, alles ist... Ich habe das alles durchgeplant, Zero. 10 Minuten später. Oh Gott, Ex. Oh Gott, Zero, warum machst du das? Ich sollte lieber fliegen. Ja. Zero kommt sich einfach nur verarscht vor. Ja. Willst du mir einen Kopf nicht verarschen? Ja, du hättest es gesollt. Ex hat einfach so komplette Stimmungsschwankungen. Im ersten Moment ist er noch so komplett optimistisch. Sag los, wir versuchen das, wir schaffen das auch. Es ist auch der Grund, warum die dann, nachdem es schief gegangen ist, wir haben keine Ahnung, wo Ex und Zero ist. Ja, Ex, ja, ich weiß auch nicht, wo Zero ist. Was ist mit Zero passiert? Alle ignorieren ihn. Wir haben keine Ahnung, wo Ex ist! Vielleicht ist Zero auch im letzten Moment, bevor er abgehoben ist, noch aufgefallen, was er da gerade gesagt hatte, als er sagte, er wird dann an meiner Stelle die Erde beschützen. Er hat dann gemerkt, oh Gott, das ist ja dann nur noch Hex. Oh Gott, ich soll die verfallen. Ja. Als, wie jeder gesagt hat, ist der letzte verbleibende Saiyan drin. Ja. Oh Gott, er ist der letzte verbleibende Saiyan. Ja.
Wer soll denn dann... Oh, dieses scheiß Rückstoß. Wenn das hier jetzt schief geht, wer soll denn dann anstatt mir die Erde beschützen? Lass mal überlegen. Alia. Da. Nein, ich glaube, die schafft das nicht. Signas. Oh mein Gott, auf gar keinen Fall. Wen hat man dann noch? Diesen anderen Typen, der auch mit in der Base ist. Dessen Namen ich nicht weiß. Diesen Medic. Ach, den Lifesaver. Ja, der auch. Aber ja, Medic. Oder ach du Scheiße, es bleibt nur noch Ex übrig. Ich muss hier raus, ich muss hier bleiben. Blast off. Nein, lass mich zurück. Ohne mich seid ihr alle Geschichte. Ach, du schaffst das schon, Zero. Ex! Wenn ich hier drauf gehe, bist du dran schuld. Aber Zero, red nicht so, als ob du nicht zurückkommen würdest. Aber du bist unsere einzige Hoffnung. Aber ich will nicht, dass du fliegst. Ich sollte lieber fliegen. Oh Gott, Zero, bitte, pass auf dich auf. Aber du hast vorgeschlagen, dass ich fliege. Ja, aber... Ja, weil du das auch schaffen wirst, aber oh mein Gott, vielleicht sollte doch ich fliegen. Existen ja, flieg du lieber, dein Leben ist entbehrlicher, du dummes Stück Plastik. Ex ist halt wirklich so ein Böse. Ja, das dumme Stück Plastik. Weißt du, wenn es eine Serie zu Mega Man X gäbe, dann würde ich mir dazu eine Bridge wünschen. Okay, also wir können ja gerne so zu den Dialogen im Spiel eine Abridged-Version machen, dann ist Ex einfach so ein billiges Stück Tupperware. Ex ist einfach die Mega Man-Version von Son Goku. Oder dann so bei Sigma. Genau wie man sagt, dass Sigma immer One-Shot ist. Und Ex sich dann nur so wundert. Hä? Und vor denen hatten alle Angst. Und was machen wir aus Dr. Light? Machen wir aus denen einen Kiffer? Jesus, aber Pater. Ist hier drüben noch irgendwas, wo ich rankomme? Ja, diesen Rüstungsteil. Achso, das interessiert mich ja nicht. Nee. Ach ja. Wie ich sehe, darf ich überhaupt noch nichts neu machen von der Stelle? Nee, also... Oh, wer ist das denn? Den kenne ich ja noch gar nicht. Oh, sie haben sich hier erneut für unsere Führung entschieden. Vielen Dank, dass sie erneut vorbeigeschaut haben. Bei Sigma Führungs... ja, bei der Sigma Lava Führtour. Hab ich da Lava gehört? Mein Traum, Mann. Er badet so keine Lava. Dann so, kein Plan. Sie sieht dann einfach auf einer Speisekarte so 100 verschiedene Items und dann so Lava Drink, in Klammern roter Cocktail. Ich weiß, was ich mir bestelle. Gibt's nicht auch einen Lava Kuchen? Ja, ich glaub schon. Ja, das ist ein Schokokuchen mit flüssigen Kernen. Ist eigentlich ganz nett. Eigentlich also, ist mir Alia ganz sympathisch. Oh, warte nur ab. Es wird noch besser. Wieso hasst sie Ex noch mehr? In X6 wird das so super. Und freu dich auf X7 und X8. Besonders auf X8. Ja, da tritt ein ganz spezieller Aspekt ein bisschen deutlicher hervor. Ja. Das checkt sie endlich, wie dumm X ist. Naja. Oh ja, Alia in X6, ich finde sie ja als Charakter dann schon sehr interessant, muss ich sagen. Ja, als Charakter ist sie auch interessant. Ich erinnere, war der siebte ja auch deutsch untertitelt, ne? Ja, der siebte und der achte Teil waren deutsch. Und im achten Teil kommt mein absoluter Lieblingscharakter aus allen Mega Man-Teilen. Ich hoffe, der kommt in X9 nochmal vor, wenn das jemals kommt. Das wäre so schön.
Wenn dann in abgewandelter Form. Ja, aber es wäre so schön. Wirklich jetzt? Naja, wenn du dich da dran hängst, dann hängst du ja in die Lava. Nein, ich hab ja die Oberen eigentlich versucht zu... Eigentlich wollte ich nicht mal dashen in der Luft. Du weißt doch, die Lava. Mhm. Darf man auch mal drauf hinweisen, dass die Ride Armor an dem Block nicht vorbeikommt, durch den der Vogel sprichwörtlich durchfliegt. Also hätte sie jetzt ein Rennen gemacht mit ja. X und alles, dann wäre er jetzt schon durch das Spiel durch. Ja, ich spiele das aber auch zum ersten Mal mit Zero. Mit dem es anspruchsvoller ist. Ja, sehr viel anspruchsvoller. Lass mich halt in Ruhe das Ganze nochmal spielen. Ich kenne diese Level alle noch gar nicht. Ja, war gut. Das ist gerade eine völlig neue Erfahrung, das stimmt tatsächlich. Jerome Pascal Eugen Hermann 10 Jahre sagt, das weiß man doch! Ach komm!